Schönen guten Morgen. Ich kann mal anfangen. Vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie zahlreich erschienen sind. Ich darf Ihnen Ihre Gesprächspartner von heute vorstellen, einmal Daniel Stert, unser Netz- und Medienpolitischer Sprecher. Herr Lukas Lammler, extern würden wir ihn gerne IT-Experte nennen, wir nennen ihn einfach nur IT-Freak. Und auch Mitglied in unserer Arbeitsgruppe hier im Landtag Kommunikation und Information. Außerdem unser neuer parlamentarischer Geschäftsführer Nico Kern. Und unser Fraktionsvorsitzender Joachim Kauf. Und damit leite ich auch direkt weiter zu Daniel Stert, Thema Zombie-Bügeleisen. Kleine Anfrage aus dem Dezember liegt Ihnen ja vor. Ich habe sie aber auch nochmal ausgedruckt auf den Tisch gelegt. Die letzten beiden Blätter sind unsere Anfrage. Und dazwischen finden Sie dann auch die Antwort. Und dieser Tipp erstellt Ja, herzlichen Dank nochmal von mir, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das freut mich sehr. Weil wenn wir über IT-Sicherheit reden, ist es ja eher abstrakt und trocken. Und ich werde es aber versuchen, möglichst praxisnah zu beschreiben. Der Hintergrund ist folgender. Diese kleine Anfrage, die wir gestellt haben, ganz kurz gesagt, geht es darum, dass sich in russischen oder vielmehr in Russland in Haushaltsgeräten wie zum Beispiel Bügeleisen, Wasserkochern, WLAN-Chips gefunden haben, die dazu dienten, ein in der Nähe befindliches Netzwerk zu infiltrieren und darüber Spam zu versenden. Das klingt jetzt so im ersten Moment relativ absurd, aber es ist eben tatsächlich vorgekommen. Und wir wollten das zum Anlass nehmen. Also ich habe diese kleine Anfrage formuliert mit dem Ziel, einmal mehr auf IT-Sicherheit hinzuweisen und einmal mehr, auch jetzt gerade in der Landesregierung, für Bewusstsein solcher Angriffe zu sorgen, weil wir das Gefühl haben, es ist vielen gar nicht bewusst, auf wie viel Art und Weise es Angriffe auf IT-Systeme geben kann. Und wir haben es hier also mit einem Angriffsvektor zu tun, der sehr ungewöhnlich ist. Also der Begriff Zombie-Bügeleisen ist natürlich extra provokativ gewählt, das soll aber eben kein Spaßantrag sein, sondern es ist also ganz klar, steckt da eben der Wunsch hinter, dafür zu das Thema wieder mal zu sensibilisieren. Wir haben jetzt die Antwort bekommen, die zeigt aber, dass das Bewusstsein also offenbar nicht so furchtbar da ist. Kurz gesagt, die Landesregierung sagt, sie hat eigentlich keine Idee, wie sie sich gegen solche Angriffe verteidigen will. Das Einzige, worauf hingewiesen wird, ist, dass man WLAN-Netze verschlüsselt. Aber dass das nicht ausreichend ist, das wissen wir mittlerweile auch. Denn die ganze Sache geht ja noch weiter. Wir haben, das ging just vor 2-3 Tagen durch die Presse, erlebt, da wurde ein Botnetz, also ein Netz aus Geräten aufgebaut, um Spam zu versenden, aus wiederum Haushaltsgeräten. Das waren internetfähige Fernseher und in mindestens einem Fall ein internetfähiger Kühlschrank, der dafür benutzt worden ist, Spam zu versenden. Und da wurden auch typische Sicherheitslücken in diesen Geräten ausgenutzt, um dort eben diese entsprechende Schadsoftware einzubringen. Also auch das ist mittlerweile eine Bedrohung, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und seit dem 30. Dezember wissen wir aus Veröffentlichungen von Unterlagen des Whistleblowers Edward Snowden, dass innerhalb der NSA eine Spezialabteilung namens TAO, Tailored Access Operations, existiert, die genau solche Art von Angriffen plant und durchführt und dafür halt zum einen eben ein Netzwerk aus Servern weltweit geschaffen hat, um Computer überall auf der Welt anzugreifen und dort auch solche Wanzen gewissermaßen unterzubringen. Das können sie also ohne Zugriff auf die Geräte physisch haben zu müssen. Und zum anderen haben die ja so einen richtigen Katalog von Wanzen für alle möglichen Geräte produziert. Soft- und Hardware-Wanzen für Internet-Infrastrukturgeräte wie Firewalls, Router, Server, die eben teilweise auf Software beruhen, also sprich aus der Ferne installiert werden können, teilweise aber auch auf Hardware. Und da schlagen wir dann wieder den Bogen zu den Zombie-Bügeleisen. Es gibt also auch von der NSA so kleine Chips, so kleine Spionagewerkzeuge, die sich in einem Computer verbergen können, aber auch in einem Tastaturstecker, in einem WLAN-Stecker, in einem USB-Stecker, da können auch entsprechende Wanzen eingebracht werden. Und wenn man sich jetzt berücksichtigt, dass die Landesregierung schon nicht die geringste Idee hat, wie sie gegen Wasserkocher vorgeht, was
was haben wir zu erwarten, wenn es um solche Spionageangriffe geht, um Spionageangriffe von Geheimdiensten? Die sind ja noch weitaus ausgefeilter als diejenigen, die sich vielleicht irgendwelche chinesischen Hersteller zu versenden von Spam ausdenken. Also hier, ich kann auch gerne, wenn Sie wünschen, noch weitere technische Details im Anschluss, können Sie gerne noch Fragen stellen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Können Sie gerne anschließend noch stellen. Also wir sehen hier eigentlich kein wirkliches Bewusstsein. Das zeigt sich auch daran schon, dass diese kleine Anfrage vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz beantwortet worden ist und nicht etwa vom Innenministerium oder vom Wirtschaftsministerium. Denn es ist ja eine reale Gefahr, die jetzt Bürger gleichermaßen trifft wie Unternehmen, wie Kommunen und wie die Landesregierung selbst. Also insofern, ich finde die Aufmerksamkeit, die man diesem Thema widmet, ist immer noch viel zu gering. Das war es erstmal von mir. Vielen Dank, Daniel. Ja, perfekte Überleitung, auch eine geringe Aufmerksamkeit für ein ganz wichtiges Thema, was die Datensicherheit angeht. Das ist nämlich das Zombie-Bügeleisen und diese Thematik ist nicht die einzige Thematik, über die wir mit Ihnen heute sprechen wollten, denn wir haben noch weitere Dinge erfahren. Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wie Herr Schwert gerade eben schon sagte, das Bewusstsein dafür ist nicht da. Und in welchem Ausmaß da eine Lücke, eine Bereitschaft da ist seitens der zuständigen Stellen, seitens der Verwaltung, möchte ich Ihnen an ein paar Beispielen hier aus dem Landtag erläutern. Und ich werde auch jetzt einige interne preisgeben. Es geht unter anderem um, das haben Sie vielleicht in der Pressemitteilung gelesen, um sogenannte Token. Token, das sind diese kleinen Geräte hier. Ja. Vielleicht kennen Sie sie, vielleicht benutzen Sie selbst in der Redaktion. Es wird ein Zahlencode eingeblendet und damit ist es möglich, eben sich ins Intranet von außen einzuloggen, seine dienstlichen E-Mails abzurufen. Diese Token sind im Besitz aller Abgeordneten und aller Mitarbeiter im Landtag. Jeder hat so ein persönliches Ding. Die hier im Landtag, NRW, im Einsatz befindlichen Token sind Token der Firma RSA. Und diese amerikanische Sicherheitsfirma erhielt nachweislich von der NSA 10 Millionen US-Dollar, um eine Hintertür in ihr Verschlüsselungsverfahren einzubauen. Das wissen wir seit Ende letzten Jahres, das geht aus den Veröffentlichungen von Edward Snowden hervor. Wir hier im Landtag NRW verwenden also ein Sicherheitssystem, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der NSA kompromittiert wurde. Glauben Sie ernsthaft, irgendjemand der Verantwortlichen hier hätte sich gerührt? Glauben Sie, die Abgeordneten wären hier in irgendeiner Art und Weise informiert? Nein, das ist bis heute immer noch nicht geschehen. Am liebsten möchte man solche Probleme wegignorieren oder sie eben in nicht transparenten Arbeitsgruppen versacken lassen. Und ich weiß das, denn ich bin Mitglied in solch einer Arbeitsgruppe des Landtags. Diese Arbeitsgruppe heißt Information und Kommunikation und besteht aus Vertretern der einzelnen Fraktionen und der Verwaltung. Und das ist ebenso eine Institution. Keine Öffentlichkeit, alle Beratungsunterlagen und Protokolle geheim. Suchen Sie mal danach, googeln Sie mal danach. Sie werden darüber nichts finden, außer vielleicht in irgendwelchen Erwähnungen in unseren internen Protokollen, aber nichts Offizielles. Und in dieser Gruppe wurden wir auch belächelt, als wir bereits im Oktober 2012 darauf hingewiesen haben, dass alle, ich wiederhole wirklich alle E-Mails des Landtags, sowohl die ein- als auch die ausgehenden, aber sogar die internen E-Mails von Büro zu Büro über amerikanische Server eines Google-Spam-Dienstleisters geleitet werden. Und das bereits seit 2007. Und keinem ist es aufgefallen. Wir mussten darauf pochen, dass sich dieser Zustand ändert. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Damals hatte dieses Thema nicht so viel Aufmerksamkeit. Und ja, liebe Journalisten, liebe Medienvertreter, Sie können sich heute sicher sein, dass alle Ihre E-Mails, die Sie mit den Abgeordneten des Landtags NRW im Zeitraum von 2007 bis 2012 ausgetauscht haben,
der NSA und den anderen befreundeten Diensten vorliegen. Und zwar im Klartext, und zwar für immer. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, haben Sie schon mal versucht, einem Abgeordneten des Landtags eine verschlüsselte E-Mail zu senden? Das funktioniert nicht. Unsere Forderung, hier im Landtag NRW eine sogenannte GPG-Verschlüsselung oder E-Mail-Verschlüsselung einzuführen. Das ist übrigens die Art der E-Mail-Verschlüsselung, mit der auch Ihr Kollege Lien Greenwald mit Edward Snowden kommuniziert hat. Diese vermutlich einzig noch funktionierende E-Mail-Verschlüsselung hier einzuführen, um den Bürgern und den Journalisten und den Abgeordneten hier eine vertrauliche Kommunikation herzustellen. Diese Forderungen und diese Bemühungen werden in dieser Arbeitsgruppe seit bereits einem Jahr erfolgreich blockiert. Und daran sehen Sie, wie wenig Bereitschaft in diesen Strukturen herrscht, irgendetwas zu ändern. Und das war es eigentlich mit meiner Diskussion. Das ist jetzt für die interfraktionelle Zusammenarbeit und für die weiteren Konsequenzen folgt vielleicht nicht noch keiner Wort. Ja, sehr gerne. Also der Sachverhalt zeigt, wie massiv die IT-Systeme des Landes bedroht sind und wie fahrlässig und amateurhaft hier von Landesseite, von der Regierung aus agiert wird. Und hier geht es ja auch nicht nur um die NSA, sondern diese Sicherheitslücken bestehen ja, können ja auch von anderer Seite von Hackern oder auch von organisierter Kriminalität ausgenutzt werden. Und die Landesregierung steht hier, das kann man ihrer Antwort entnehmen, nackt und hilflos im Wind. Wir werden da diese Thematik weiter bearbeiten. Wir haben das getan, seitdem wir hier im Landtag vertreten sind, vom ersten Tag an, noch intensiver seit den Snowden-Enthüllungen, seit Sommer letzten Jahres. Wir haben hier die Debatte befeuert mit eigenen Anträgen, wie keine andere Fraktion. Und wir werden auch diese Thematik im nächsten Plenum behandeln, innerhalb der Fragestunde, und werden dort weiter nachfragen und dann schauen, wie die Landesregierung dort reagiert, wenn es sich auf diesem Niveau bewegt, wie die Antwort auf unsere kleine Anfrage. Dann werden wir dort weitere Blößen aufdecken können. Ja, so viel zu der Seite. Wir bleiben natürlich am Thema dran. Das dürfte klar sein. Vielleicht das abschließende Eingangsstatement von Joachim Paul. Und dann liebe Journalisten, liebe Medienvertreter, ich möchte quasi als Rahmen, als Klammer zu den Ausführungen von Herrn Schwert und Herrn Lammler mal ein bisschen auf eine übergeordnete Ebene gehen. Wir müssen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnis, einen wesentlichen Beitrag dazu haben die Enthüllungen von Edward Snowden geleistet, davon ausgehen, dass das, was technisch möglich ist, tatsächlich auch gemacht wird. Von irgendeiner Institution. Ich möchte da nicht nur die NSA nehmen, sondern es gibt da durchaus auch andere Möglichkeiten. In dem Zusammenhang erinnere ich an den Kauf der Firma Nest durch Google, ein Hersteller von Sensoren und Steuereinheiten, die in ganz gewöhnlichen Haushalten zur Anwendung kommen. Das bezieht sich auf das Internet der Dinge, von dem Herr Schwert gesprochen hat, und das bezieht sich aber auch auf das eher klassische Internet, was Herr Lammler bezogen auf den E-Mail-Verkehr angesprochen hat. Wir müssen leider davon ausgehen, und in dem Zusammenhang sind wir Piraten, nicht nur als Fraktion, sondern auch in der gesamten Partei, der Überzeugung, dass die zuletzt von Herrn Obama in Berlin getroffenen Erklärungen, insbesondere auch in dem ZDF-Interview mit Herrn Kleber, völlig unzureichend sind. Und wir stehen vor einem Problem, das ähnlich wie bei der Kernenergie uns irgendwann oder die westlichen Demokratien irgendwann vor die Frage stellen wird, müssen wir das, was technisch möglich ist, auch irgendwie machen, und wie beteiligen wir den Bürger an Entscheidungen dazu, was dort vorgegeben ist. Das erstmal als Schlussstatement, quasi die Klammer. Vielen Dank.